Menschen, Musik und viele bunte Farben. Das ist heute AT, direkt vom ersten Holi Festival in Wien. Was unterscheidet das Holi Festival von anderen Open-Air-Events? Was ist das Besondere dran? Ja, also bei uns ist natürlich ganz klar die Farbe. Wir haben bei uns ist immer so ein bisschen so wie ein Kindergeburtstag für Erwachsene. Die Leute kommen hierher, wollen glaube ich auch wieder ein bisschen Kind sein, ein bisschen spielen und vor allem dieses gemeinsame Gefühl, gemeinsam feiern, sich gemeinsam zu bewerfen und am Ende gemeinsam bunt zu sein. Und ich glaube, darum geht es hier. Darum kommen die Leute zum Holi Festival of Colors hierher. Also kannst du mir in 3 Sätzen kurz sagen, worum es beim Holi Festival geht? Ja, sehr gerne. Er spielt gute Musik, hübsche Frauen und Farben herumschmeißen. Das ist doch lustig, oder? Ich komme aus Indien, soviel ich weiß, und ist dort eine sehr lange Tradition. Und ja, das Ganze ist, glaube ich, eine religiöse Geschichte ursprünglich gewesen. Ich gestehe, ich habe es jetzt nicht in Wikipedia nachgelesen. Sau geiles Festival, chillige Leute. Und es geht einfach nur ums Glücklichsein, glaube ich. Ja, ich würde sagen einfach, wer im Weg steht, der wird bunt. Könnt ihr mir kurz in 3 Sätzen sagen, worum es beim Holi Festival geht? Farbe, Spaß und Bier. Farbe, Musik und Lebensfreude. Sommer, Farbe und Spaß. Und könnt ihr mir sagen, wo das Holi Festival herkommt, was das für einen Hintergrund hat? Indien, oder? Indisches Farbfest. Ja, in Indien wird das gefeiert. Für den Übergang zum Frühling und zum Zusammenhalt zwischen den Völkern. Es ist ein indisches Fest für das Neujahr eigentlich. Das Fest der Liebe und Freude, das du mit allen teilen sollst. Und ich finde es das klasse, dass so viele Leute begeistert sind.